Okay. Ja, Dystopia, mit dem weißen Mann hattest du wohl recht. Und jetzt? Okay, bis zum Anzünden fürs Feuer. Ja, halt den Kopf drüber. Würde ich auch machen, wenn ich da Benzin drauf gekippt habe. Alle rein! Der Sturm wird gleich hier sein! Lass ihn machen, Jay! Shimasani! Du kannst dahin? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! An den Enden da, ja, wo das Männlein die Ränder berührt. Ja, das ist genau richtig. Okay, jeder von euch stellt sich jetzt direkt neben mein Talisman. Es muss eine Seele auf jedem Platz sein. Wir sind nur zu viert und fünf Talismane. Das ist Wahnsinn, Jody! Wenn wir nicht sofort reingehen, gehen wir doch alle drauf! Uff. BB Dystopia. Du hast gerade Action verpasst. Richtig, genau richtig zum Ende, ja. Jody.
Dafür, dass wenigstens der Vater überlebt hat. Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Wir haben auf jeden Fall die Decke mit. Land. Folgen ihm mal. Richtig schön aus. Der Sonne hier. Ich muss echt sagen, das World Design gefällt mir richtig, richtig gut. Also sind beide gestorben. Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Ist nicht deine Schuld. Mein Vater ist bei Shimazani und bei seinen Vorfahren. Er ist glücklich, wo er ist. Also ich hätte, als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, nie gedacht, dass ich irgendwie in so einem Setting ankomme. Ja, wir gehen gucken. Ist das ein Spiel, Dystopia? Der verdrehte Serie, okay.
Ist was an der Wand? Dein Entschluss steht also fest? Du verlässt uns? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich bin jetzt bereit dafür. Du hast viel für uns getan, Jody. Für uns und für unseren ganzen Stamm. Wenn du nicht findest, was du suchst, komm wieder her. Du hast hier immer ein Zuhause. Dich vermissen. Ich dich auch. Ich werde dich nie vergessen, Corey. Ashki wird dich vermissen. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Ich dachte, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Fahren wir wieder Motorrad. Hä? Hä? Warum waren plötzlich alle wieder da? wir hätten Paul tatsächlich retten können. Naja. Trennung. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Kannst du was sehen, Aiden? Danke, die ist echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Nein. Nein, es war undeutlich. Ich konnte gar nichts sehen. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan!
Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ist doch der, mit dem wir am Anfang in der Botschaft waren. Ich bin waren. Gleich wieder da. Ist doch Ryan. Okay, ich kann einen gerade nicht rufen. Hören Sie, ich habe es ihr noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Herrgott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Kannst du mal herkommen, bitte? Ich mache aber erstmal vor deiner Nase die Tür nochmal zu. Weil die kannst du selber aufmachen. Ich kann hier nichts anderes machen. Ich dachte eigentlich, dass sie vielleicht bei der Münze irgendwas sieht. Deswegen habe ich Münze als letztes nehmen. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Nathan. Nein, das kannst du doch nicht zulassen. Du musst mit ihnen reden. Auf dich werden sie hören. Meine Meinung interessiert dich überhaupt nicht. Deine Eltern haben ihre Einwilligung gegeben. Ich kann gar nichts tun. Ich bitte dich, Nathan. Bitte, lass sie mich nicht wegbringen. Jody, ich weiß. Das ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Es ist mir egal, was du willst. Ich werde nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Jody. Jody, stopp, und zwar sofort. Ich hole schnell mein Zeug. Judy wird echt rumgereicht. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Thank you.
wir müssen jetzt irgendwie Sachen zusammensuchen. Ja, mit. Dann Hasen. Wenn wir ein bisschen älter sind, aber der Hase ist das Letzte, was uns irgendwie, glaube ich, an unsere Kindheit erinnert. Nee. Ja, Big Brother is watching you. Genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich hoffe nicht, dass im Bad eine Kamera ist, ehrlich gesagt. Hätten wir auch. Naja. Ich war gerade irgendwie in der Einstellung gefangen. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Können wir doch unseren Hasen mitnehmen? Jetzt die Tasche in der Hand haben. Ja, okay. Nein, du solltest es mitnehmen. Noch irgendwie die letzte Erinnerung zur Kindheit. Oh Mann. Das Bild. Ich schmeiß das nicht weg. Nimm das mit. Nein, noch nicht. Wir können noch nicht gehen. Es muss noch irgendwo was geben. Was wir mitnehmen können.
Ja, jetzt aber Klamotten. Versuch nochmal, ob wir jetzt gehen können. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Ein empathieloses A-Loch, dieser Ryan. Mann, Jody. Abendessen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wär's so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später.